Für dich will ich mal meinen Fried aussuchen, dass ich kann den 14. Juli fliegen von Lissabon zu St. Paul und Grießen. Das ist nicht auf der anderen Seite vom Pool, die mich dann da richtig wenden. Ich habe mich immens gefreut über die Decision, dass da wirklich an ISDCs kommt. Ich sehe schon 27 Jahre in Brasilien. Natürlich ist sie ganz jung durchgegangen. Und ich will dafür auch von Grund jung unspannen, dass es sich lohnt, an Brasilien zu kommen. Und ich meine, mein Beitrag oder unser Beitrag am Zentrum für Menschenrechte und Bildung, wo wir schaffen, kann sein, dass die Jungen eine sozial engagierte Kirche können begegnen. Ich meine, Brasilien hat eine lange Geschichte vom sozialen Engagement. Und unser kleines Zentrum für Menschenrechte und Bildung besteht über 30 Jahre als der Pastoral von den Menschenrechten herausgewusst, in den 87er Jahren, Militärdiktatur. Heute haben wir zwei große Linien, die wir schaffen, eng das kann eine jugendliche Formation für junge Leute, Überwachung von Menschenrechten für die Jugend. Ein anderes Thema ist Gewaltprävention und Gewaltüberwindung. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema in Brasilien, weil das ist überall bekannt und auch als Lützburg, dass Brasilien aber relativ, die Leute sind immens offen und Leute sind auch Opfer von ganz viel Gewalt. Und ein von unseren Ärmsten ist daneben aus dem christlichen Ideal von Vergebung an einer richtigen Justiz. Daran habe ich mich geschult, schon 20 Jahre schaffe ich mit dem Thema Gewalt, dass wir Methoden probieren, mit Leuten zu kriegen, die aber keine Revanche wollen, mit die fähig sind, dass wir eine Strafenjustiz an eine Wiedergutmachenjustiz können verwandeln, so man so an Doren als den Pardon, Wiedergutmachung an Verantwortung für das, was ihr möcht, ganz wichtig. Und ich bin immens froh, dass wir Gelegenheit haben, für die jungen Leute das können und Herz zu bringen. Und da will ich dann auch direkt mit anschließen, ich weiß, dass ein gewissen Angst da ist über Gewalt in Brasilien. Und ich meine, ich kann denen, die mitgehen, und auch den Älteren so, dass ich ganz sicher bin, dass die brasilianische Stadt und die Gemeinde von Rio, die werden alles machen, dass das tiptop lief. Brasilien hat ganz viel Erfahrung mit großen Eventen. Also ich meine, nicht, dass irgendjemand hat natürlich die große Kriminalität in Brasilien, also man muss die richtig kriminelle Organisation im Bereich zu fährt während dem Weltjugendtag. Mir gibt aber schon rekommandieren, dass die auf den Klangsachen, die in Alltag mal schläft, auch aufpassen. Das gehört eben zu einer großen Stadt. Nee, also ich hoffe, dass wir können die Jungen mitteilen, wie ein christliches Sozialengagement kann aussehen, speziell an einer Vierstadt von St. Paul.